Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe ja gesagt, ich mache nochmal eine zweite Folge mit dem neuen Überlebenden, der rausgekommen ist. Da werde ich mich jetzt aber, denke ich mal, ein kleines bisschen kürzer fassen als das letzte Mal. Ich habe dann erst im Nachhinein gemerkt, dass ich einfach mal 20 Minuten gebraucht habe, um den Killer vorzustellen. Und zwar ist der Überlebende, machen wir es kurz und knapp, Detective Tab. Ich habe im Internet verschiedene Meinungen gehört, die ein bisschen enttäuscht waren, dass er es ist, weil er wohl nur so eine kleine Nebenrolle in Saw spielt, aber... Also, seien wir mal ehrlich, in Saw sind die Leute sowieso meistens alle... Also, ich erinnere mich an fast niemanden. Also, John Kramer und Detective Hoffman, obwohl ich da auch den Vornamen nicht mehr weiß. Ansonsten interessieren doch auch keinen die Leute in den Filmen. Die Leute interessieren sich sowieso nur für die Fallen da. Auf jeden Fall hat es Detective Tab hier reingeschafft. Der ist mal vom Jigsaw Killer... Guck mal, man sieht sogar ein kleines bisschen am Hals, oder? Bilde ich mir das jetzt nur ein? Ja, also John Kramer hat ihm mal die Kehle aufgeschlitzt und er ist dann wohl, ich weiß gar nicht mehr, wie der gestorben ist. Er hat sich irgendwie, glaube ich, er wurde erschossen oder so, egal. Auf jeden Fall hat er es als neuer Überlebender hier ins Spiel geschafft. Viele haben sich Dr. Lawrence Gordon gewünscht, aber gut, okay. Was soll's, ist mir eigentlich vollkommen egal, wen wir hier spielen. Wichtig ist nur, was er so kann. Survivor haben ja anders als Killer jetzt keine Fähigkeit, deswegen gucken wir uns einfach nur mal die drei Perks an. Das eine ist Beharrlichkeit. Da kann man also, wenn man niedergeschlagen wurde, schneller kriechen und sogar gleichzeitig erholen. Na, bisher, also normalerweise muss man sich da entscheiden, liegen bleiben, unterholen oder davon kriechen. Hier kann man beides machen. Tabs Verdacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar richtig cool. Ohne Scheiß, ich finde, der Perk ist fast ein kleines bisschen overpowered. Schaltet das Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei. Beim Reparieren eines Generators werden dir die Auren von Generatoren, Truhen und Totems innerhalb von 32 Metern für 5 Sekunden angezeigt. Also, wenn man, also 32 Meter ist gar nicht mal so gering, und wenn man bedenkt, dass gerade Totems sind eigentlich sehr wertvoll für den Killer, gerade wenn es die verfluchten Totems sind, und wenn man einfach in der Nähe von einem Generator die alle sehen kann, dann würde ich mal sagen, RIP Flüche. Also ohne Scheiß, das finde ich sehr stark, ne? Auch du weißt halt dann direkt, ob eine Truhe in der Nähe ist, kannst dir ein Item holen. Also, das ist schon, das würde ich sagen, das ist ein richtig starker Perk für Survivor. Also, ich lasse mich gerne korrigieren, ich bin kein Survivor-Main, aber es klingt für mich erstmal richtig gut. Und eine Observierung. Wenn du dem Killer näher kommst, erfüllt dich das mit Entschlossenheit für alle 15 Sekunden, die du dich innerhalb des Terrorradius des Killers befindest und nicht bei einer Jagd, hältst du ein Token, maximal 2. Wenn du für die Observierung mindestens 1 gesammelt hast, gelten gute Fähigkeitschecks als großartige Fähigkeitschecks. Alter, das ist auch so ein krasser Perk. Du musst dann ganz normal, also du hast dann im Grunde genommen, wenn du 30 Sekunden im Terrorradius bist, hast du automatisch beim nächsten Generator 10% Free Fortschritt. Also for free. Musst du nichts machen. Die Geschichte lese ich diesmal nicht vor aus Zeitgründen. Also ja, bla 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 bla. Na, einer von den Guten war mit dem Jigsaw-Killer besessen. Ich scroll das hier mal runter, dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. So, okay. Wie gesagt, jetzt aus Zeitgründen lasse ich das mal, aber ich glaube, seine Geschichte ist jetzt sowieso nicht so krass interessant. Ich habe ein ganz kleines bisschen gelevelt mit ihm, also ich habe zumindest schon mal seinen Beharrlichkeitsperk, den rüsten wir auch aus, weil der andere ist, wir schaffen das. Damit kann man Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Um Gottes Willen, warum habe ich diesen Witz gemacht? Der überhaupt nicht lustig war noch dazu. Nein, wir schaffen das. Ist ganz einfach. Ich kann Leute vom Haken holen und dann, wenn ich die heile, kriege ich dann... Also, ich kann die dann halt schneller heilen. Ist halt was für so die Selbstlosen da, aber ich bin ja sowieso einer, der sagt, wenn dem Überlebenden überhaupt was Aufregendes passiert, dann hat er schon was falsch gemacht und ich nehme... ja, keine Ahnung. Ach, komm, hier so ein bisschen Bonusblutpunkte. Habe ich überhaupt Items? Kann ich gleich nochmal gucken. Normalerweise ist das ein voll krasser Survivor, weil er hat sogar eine Schutzweste an. Und guck mal, mein Klon. Oh nö, das geht aber nicht, dass wir hier beide gleich aussehen. Ich hoffe übrigens, dass wir direkt den Killer, also den, das Schwein bekommen. Will ich hier überhaupt was mitnehmen? Ich nehme ja einfach mal ein Erste-Hilfe-Set mit, was soll's, dann kann ich mich selber heilen. Und wir ziehen uns mal kurz um, ne? Ich zeige euch mal ganz kurz. Also man kann auch das Cappy abnehmen. Und dann hat man halt hier so eine... Hier so eine Jacke dann. Ja, ich finde, die sieht ein bisschen zerknittert aus. Jetzt nicht so gut wie das mit der Schutzweste.
in der Polizeimarke, aber gut, alles klar, was soll's. Ist doch eh nur Optik. Ich denke, unsere Chancen stehen recht gut, den neuen Killer gleich zu bekommen, weil... Also ich hab, wie gesagt, jetzt ein paar Runden gespielt und ich habe Amanda direkt dreimal bekommen in drei Runden, also... Da bin ich guter Dinge. Und übrigens, es scheint wohl so, habe ich jetzt mitbekommen, dass die Fallen, ne, nur mal so, weil wir es ja gestern noch hatten, die Fallen scheinen tatsächlich wirklich erst loszugehen, wenn alle Generatoren an sind. Also wenn unten unten links hinter dem überlebenden Symbol so eine Uhr ist, dann heißt das erstmal nur, dass die Falle aktiv ist. Also, dass er die Falle trägt. Wenn die Uhr rot wird, ist die Falle aktiviert. Das bedeutet aber noch nicht allzu viel. Und erst wenn alle Generatoren an sind, fängt dann da so eine Uhr an runter zu ticken. Also ich habe es jetzt tatsächlich mal beobachtet. Da war ich schon draußen im letzten Spiel. Da ist ein Survivor dann wirklich verzweifelt auf der Suche nach dem Schlüssel gewesen und hat ihn nicht gefunden und ist dann praktisch aufgrund der abgelaufenen Zeit gestorben. Ich hatte auch eine Falle auf dem Kopf, aber ich habe es glücklicherweise schon bei der zweiten Kiste geschafft, den zu finden. Aber es kann schon ganz schön stressig sein, gegen das Schwein zu spielen, weil sie kann halt auch schleichen, ne? Du musst dich halt wirklich die ganze Zeit umgucken. Es gibt zwar eine Warnung, wenn sie so einen, also das habe ich jetzt auch gemerkt, es gibt eine Warnung, wenn sie diesen Schleichangriff ausführt. Das hörst du. Du hörst dann so ein, naja, ein moderat lautes Kreischen. Jetzt lass mich bitte nicht der Erste sein. Da vorne ist ein Survivor. Ich geh mal von der Seite ran. Dann kann ich nach hinten wecken, hab direkt eine Palette. Ja, du musst dich umgucken. Also man sieht sie schon... Ach du Scheiße, war das schon gedacht, ne? Also man sieht sie schon so ein kleines bisschen, wenn sie sich ranschleicht. Oder was heißt kleines bisschen? Ich würde jetzt mal behaupten, man merkt es, wenn dann da auf einmal ein, hast du gesehen? Man merkt es, wenn da auf einmal einer mit so einer Schweinemaske ums Eck kommt. Ah, könnte mal ein kleines bisschen rumschleichen. Okay, da war ich schon zu sehr abgelenkt. Weiß sie doch sofort, oder? Ich weiß nicht, ob sie es ist. Man merkt natürlich gleich, dass man Amanda als Killer hat, wenn man die Saw-Boxen irgendwo entdeckt. Dann weiß man... Oh. Da wurde einer angeschlagen, das heißt, wir können hier in Ruhe weitermachen. Habe ich doch nicht so krass verkackt, wie ich erst befürchtet habe. Ja, mal schauen. Oh, da hinten... Und da kommt einer angerannt. Ich weiß es nicht. Also ich habe gar nichts mit dem eigentlich. Ich habe einen Perk, der nur dann wirkt, wenn ich... Oh, hallo. Und der Keller ist nicht dort in der Mitte. Sonst wäre er da rangegangen. Also ich habe einen Perk, der mir überhaupt dann erst was bringt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn ich getroffen wurde. Ich sehe es dahin. Es ist der Fallensteller, oder? Ja, es ist der Fallensteller. Bin hier erstmal raus. Da kommt jetzt garantiert hinter. Jede Wette. Beziehungsweise er hatte eigentlich auch... Oder nee. Wurde jemand angeschlagen. Also ich kann so ein bisschen in die Richtung rennen. Ich komme zur Rettung. Ich habe ein Medikit. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Da ist einer in die Falle gelatscht. Ja, es ist definitiv der Fallensteller. Komm her, komm her. Komm her. Komm mal, geht ganz schnell. Ganz schnell geht das. Okay, wir müssen also jetzt ein bisschen aufpassen. Na, jetzt hängt da hinten einer im Keller. Fuck. Wir müssen... Ja, ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch sagen. Dann mach doch mal mit, Claudette, hier. Wir müssen Generatoren fertig kriegen. Die hat jetzt noch zwei, also nicht ganz. Oh Gott, da hinten ist er. Da hinten ist er, er kommt gleich. Prepare to run. Prepare to run. Ding. Nein, ah, ich leck mich doch am Arsch.
So, da wurde gerettet. Muss ein bisschen Kinder im Auge behalten. Hallo. Evan McMillan. Evan, lass mich mal in Ruhe bitte jetzt. Hallo. Ah, scheiße. Ja, gut, okay. Ist übrigens, ich habe noch gar nicht so oft gegen den Trapper gespielt. Einmal in den Videos. Da, du willst ein Polizist sein? Was war denn das für ein Aim jetzt gerade? Das war doch eher... Ja gut, ich beschwere mich nicht. Ich bin auch nicht besser mit der Taschenlampe. Alter Schwede, ey. Ja. So, einfach mal gepflegt abhängen hier. Ach ja. Und ihr so? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts mehr zu tun. Ey Gott. Ich werde übrigens heute noch eine Runde spielen, einfach nur aus Zeitgründen, damit ich die schnell rausbringen kann. Ihr wisst schon, dann fix Thumbnail machen und... Na, da hinten jagt doch, glaube ich, gerade jemanden. Leute, wir müssen auch ein bisschen an Generatoren denken, ne? Was da? Kommt der hierher? Ja, das sieht... Ja, da hinten, komm heil. Der ist jetzt gerade da hinten. Also ich glaube, er ist relativ gut. Ich glaube nicht, dass wir hier zu viert rauskommen. Okay, aber der hängt auch zum ersten Mal. Wir sollten einen Generator machen, Mac. Wir sollten das definitiv tun. Und wir sollten vielleicht die Dinger hier auch kaputt machen. Wegen Nöt. Na, einfach mal so. Es bringt immerhin Punkte, also selbst wenn ich nicht überleben sollte, dann... Alter! Alter, bist du... Bist du scheiße? Der hat einfach gedisconnected, die Sau. Ey, sorry, dass ich das jetzt so emotional nehme, aber du hattest noch über eine Minute Zeit. Es gibt schon einen Grund, warum man Leute erstmal hängen lässt, wenn die hängen. Weil die Zeit haben. Wir müssen hier aber auch Generatoren machen. Was ist denn da los, ey? Das ist doch schon wieder. Da ist er. Guckt er hier rum? Nee, er geht direkt weiter. Aber ich auch. Interessant. Er scheint kein bisschen neugierig zu sein. Hat er jetzt jemanden gefunden oder was? Weil er hier immer noch an der Ecke rumstrommert. Ich bin ein sehr vorsichtiger Survivor, ne? Das wisst ihr. Ja gut, hat man vorhin gerade gesehen. Ah, meine Fresse noch eins. Es hat mich echt ein bisschen überrascht, dass der da so schnell am Fenster war. Ich meine, das ist immer noch so ein kleines bisschen ein Ausgleich dafür. Es gibt das sogenannte Palettenvakuum hier. Ich bin so ein Ass. Ich sollte nicht reden und gleichzeitig reparieren. Aber natürlich vielleicht, keine Ahnung. Oh, da hinten. Krieg ich jetzt Besuch? Also, was ich sagen wollte, wenn Survivor auf Paletten zurennen... Oh. Da. Da wird gerade jemand gejagt. Ich hätte mich mal noch bedeckt. Ich bin hier erstmal hier hinten. Gott, ich hoffe, ich habe die jetzt nicht verraten, weil ich jetzt den Generator verkackt habe, dass er deswegen in die Richtung hierher gekommen ist und sie deshalb entdeckt hat. Aber wenn sie jetzt hier vorne aufgehangen wird, ich bin direkt da. Ich bin direkt da. Kein Problem, Crybaby. Kein Grund zu heulen. Lass den immer erstmal schön weg.
So, jetzt kann ich. Ist hier eine Falle? Hallo. Ja, hau du mal ab. Ich bin wie immer hier hinten. Oh, er hat jemand anderen gefunden. Okay, dann können wir hier mal weitermachen. Wie der Generator zu weit zurückgesetzt wird. Zwei Stück noch. Okay, und wenn einer poppt, dann sind es nur noch drei. Dann wird es richtig eng, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war schon mal ein guter Fähigkeitscheck. So, ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig hier, damit ich das hinkriege. Da hinten hängt jetzt einer. Lass dich doch mal nicht dauernd fangen, Mann. Na gut. Ich will mich nicht beschweren, ich wurde auch gefangen. Also von daher. Und der hat eine Minute. 60 Sekunden ist nicht so viel. Komm, Mac. Mac, der kommt. Leck mich. Hat er mich hier hinten gesehen? Wow, hallo! Hallo, Evan! Was geht, Evan? Wie geht's, Evan? Alter, leck mich doch! Ich kann euch eins verraten, ich habe eine übelste Wut auf den Typen, der da rausgegangen ist gerade. Ja, ich wusste es. Ich hab's ein bisschen gewusst, aber wo soll ich sonst hin? Ach, Evan. Was geht da? Bock auf den Spieleabend? Ja, also da, das ist der Fallensteller, oder heißt mit richtigen Namen Evan McMillan, falls sich das einer gefragt hat, warum ich den gerade Evan nannte. Ja. Und jetzt heißt es kämpfen. Ach Mensch. Das ist doch scheiße. Der Typ ist weg, ne? Ihr könnt mich retten. Ich wusste definitiv, dass da eine Falle am Fenster lag, weil das ist so... Das ist einer der typischsten Fallensteller-Spots, die es gibt. Ja, dankeschön. Und weg bin ich. Weg bin ich. Bitte lass jetzt hier keine Falle im hohen Gras liegen. Das wäre doch wunderschön, wenn das wäre. Ich kann mich auch ein kleines bisschen noch selber heilen, aber leider nicht vollständig. Was zur Hölle? Alter. Mein Medikit war alle. Ich habe einen Skillcheck gekriegt. Und ich konnte den aber gar nicht machen, weil... Warum ist jetzt der Totenkopf da unten? Der Totenkopf kommt doch nur, wenn einer ein Memento hat. Na, und hier ist natürlich auch schon wieder geplündert. Oh, aber... Na gut, okay. Also falls ich noch reparieren wollte, könnte ich das jetzt tun. Ach Gott, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, da müssten wir jetzt wirklich... Da hat jemand meine Videos geguckt. Nee, da, also nicht meine Videos geguckt, da hat jemand meinen Rat befolgt. Dieser Spot, also normalerweise in der Hütte legst du die Falle meistens vors Fenster, aber ich persönlich finde es gut, die Falle links und rechts neben den Eingang zur Hütte zu legen. Weil da rechnet in der Regel keiner mit. Also, ne, also alle rechnen damit, dass wenn sie durch ein Fenster springen beim Fallensteller, dass sie dann auf einer Falle stehen. Aber wenn du bei der kleinen Hütte links und rechts neben den Ausgängen, da sind immer kleine Fleckchen mit hohem Gras, immer. Wenn du da rein eine Falle legst, dann ja, fängst du damit eigentlich meistens jemanden, weil das ist so ein Spot, den nutzt nicht jeder Fallensteller. Oder du kommst nicht direkt drauf, dass da eine liegen könnte. Na egal, okay, gut, da haben wir jetzt auch mal die neuen Überlebenden gesehen, jetzt nicht, wie gesagt, es ist halt ein Überlebender, Überlebende haben keine speziellen Fähigkeiten, deswegen, ich wollte ihn einfach mal zeigen, hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, eine zweite Runde gibt's nicht, ich guck mal ganz kurz, was die Zeit sagt, okay, also es ist eigentlich gar nicht mal so lang, wisst ihr was, einfach aus Kopf, wir hängen mal noch eine Runde als Schwein hinten ran, ja? Und wir nutzen auch gleich die Punkte, um hier aufzuleveln. Da kann ich mir nämlich gleich den Perk hier hinten holen, den ich zwar nicht direkt nutze, aber egal. Ja, also dieser Blend-Perk, dafür hast du halt den Vorteil als Killer, dass du die Überlebenden siehst, bevor es losgeht. Deswegen kannst du das
schnell einwechseln, wenn du irgendwie siehst, es sind zwei Taschenlampen von vornherein schon im Spiel oder so. Übrigens, was mir aufgefallen ist bei meiner letzten Aufnahme hier bei Triff deine Wahl, ganz zum Schluss, als der erste schon raus ist und einer tot war, wurde dieser David King, der dann ganz zum Schluss noch gestorben ist, von einem Detective Tab gerettet. Dank dem Perk hätte ich den Detective eigentlich mit einem Schlag niederschlagen können, wenn ich ihn bekommen hätte. Also eigentlich hätte ich mir doch da ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Ich habe nämlich gedacht, der Detective entkommt sowieso und habe deswegen gesagt, ach komm hier, ich spiele einfach mal ein bisschen mit dem. Aber tatsächlich, ich hätte ihn nur einmal treffen müssen, da wäre er down gewesen. Das ist mir leider erst so im Nachhinein aufgefallen. Das habe ich inzwischen auf Stufe 2. Ich lasse es einfach mal, weil ich denke, es kann ganz nützlich werden. Also zumindest, wenn das bedeutet, was ich denke, was gefährdet bedeutet. Naja. Ich würde mal ganz kurz an der Stelle einfach schneiden, weil es scheint hier doch etwas länger zu dauern, eine Lobby zu finden. Und wir sehen uns dann gleich in der Runde. Grubenschacht, das Macmillan-Anwesen. Ach, schade. Ich hatte so gehofft, dass ich euch mal die neue Map zeigen kann. Aber okay, wir gehen wieder in den Schleichmodus. Im Schleichmodus habe ich gemerkt, ist der Killer exakt so schnell, also das Schwein hier exakt so schnell wie ein Überlebender, der rennt. Also rennende Überlebende holst du damit dann nicht mehr ein. Da musst du dann aufstehen. Aber gegen alle anderen geht's schon. Hallöchen. Hallo, Laurie, wie geht's? Da bin ich. Oh, ich glaube, die habe ich ein bisschen erschrecken können. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ich sie ein bisschen erschrecken konnte. Hallo, Dwight? Dwight, du willst? Du willst? Das kann ich veranlassen. Wenn du lieber hier gejagt werden möchtest, dann kann ich das doch gerne für dich tun. Hier hinter? Hier hinter? Hä? Dachte echt, der wäre hier hinter. Bin ich jetzt blind? Ich bin komplett erblindet, glaube ich, gerade für einen Moment. Egal, ich habe einen erstmal angeschlagen. Das reicht für Thanatophobia. Ah, na gut. Ja, ich bin hier. Ich bin hier und ich gehe so ein bisschen hier rum. Ich habe da hinten niemanden nämlich gesehen. Ich weiß nur nicht, ob derjenige auch mich gesehen hat. Hallo, was? Wie hat das nicht Warum hat das nicht getroffen? Claudette, das musst du mir jetzt mal bitte erklären. Claudette, erklär mir das bitte. Komm her, ich verlange eine Auskunft von dir. Claudie, komm her, ich möchte ein Spiel spielen. Claudette, in all deinen Spielen hast du die Killer mit deiner bescheuerten Fähigkeit hier. Das meine ich, dieses Kack Palettenvakuum. Meine Fresse noch eins, und da sind zwei schon wieder an, alter Schwede, ey. Was muss ein Killer hier bitte tun, um ein bisschen Autorität zu bekommen, ha? Komm her, Claudette, jetzt spielen wir. So, alles klar, es bringt noch nicht viel. Wir müssen sie erst aufhängen. Und dazu müssen wir jetzt hinein in den Schacht kommen. Ansonsten wird das nichts. Ich kann sie natürlich auch da vorne aufhängen. Alter Schwede, ich wünschte, ich hätte hier den eisernen Griff. Ich glaube, ich schaff's gar nicht, oder? Das geht ja schon... Ja, das dachte ich mir schon. Es geht ja schon ein kleines bisschen zu lang. Komm her, Claudette. Ich mag das nicht, was du tust. Das ist gemein, was du hier tust. So, was hast du jetzt davon? Ist klar, aber wir müssen noch viel mehr Leute mit Spielen, mit umgekehrten Bärenfallen bestücken. Was ist denn hier los, Mann?
Kann das nicht mal so sein, wenn ich als überlebender Spieler, dass meine Kameraden da die ganze Zeit, während ich hier in der Not hänge, so schnell Generatoren machen? Das ist doch irgendwie... Das ist total nervig, ihr. Wisst ihr, ne? Wisst, dass ihr Nervsäcke seid. So. Sag mich nochmal ranzuschleichen. Mal gucken, ob hier hinten jemand ist. Oh ja. Oder? Frage ist, hat hier jemand dran gearbeitet oder ist der noch von Claudette so weit? Keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich dagegen treten. So. Ich muss mal, ich glaube, ich habe hier hinten jemanden gesehen. Meine Fresse noch eins, das ist echt hart. Also wenn du wirklich gar nichts hast. Mit dem du so richtig arbeiten kannst. Hallo, ich hab dich gesehen. Ja, da ist Detective Tab. Mal gucken, wenn ich ein kleines bisschen Glück habe, ist er der Retter und ich kann ihn mit einem Schlag niederstrecken, aber es ist auch schon fast vorbei. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich will ihn hier rumgehen sehen. Yo, Dwight, die Boy! Dwight, komm her, wir wollen spielen. Dwight, sei kein Spielverderber, ich warne dich. Sei kein Spielverderber, Dwight! Sei, verdammt nochmal, kein Spielverderber. Das macht man nicht, das ist fies. Hey, Dwight! Komm her, Dwight. Spielen wir! So. Okay, jetzt dürfte bei einigen vielleicht doch der Stress zu langsam wirken. Ich hoffe es zumindest. So, komm, wieder zurück. Zu den Generatoren? Hier waren Scratch Marks. Also muss hier meiner Meinung nach jemand gewesen sein. Da hinten ist jemand. Hallo. Kommt her. Kommt her. Komm her, Laurie. Oh nein. Warte, ich will zurück zum Dwight. Ich will es ausprobieren. Da ist die Nia. Komm her, Nia. Nia, pass mal auf, ich zeig dir mal meinen Perk jetzt. Pass mal auf. Was? Ich dachte, sie ist gefährdet. Sie hat ihn doch gerettet, oder nicht? Hat sie ihn jetzt nun gerettet, oder nicht? Nia, das ist echt doof, was du hier machst, ne? Weißt du. Was? Ach, du Scheiße. Hallo? Hallo? Was war denn das jetzt? War das jetzt Sprint Boost mit Lags oder war das ein Hack? Ja, komm. Ich gebe dir mal den Benefit of a Doubt. Scheiße, die eine hat ihre Fall losgeworden. Ja, das habe ich übrigens auch gemerkt. Du hast nur 4 Fallen zur Verfügung. Und wenn die alle sind, also wenn sie die alle entfernt haben, dann war's das. Dann hast du tatsächlich gar nichts mehr in der Hand, um noch irgendwas zu erledigen. Also du bist dann wirklich mehr oder weniger gescrewt. Du kannst die Anzahl durch Add-ons zu erhöhen, ne? Hallo, ist hier irgendjemand? Ich würde jetzt wirklich sehr gerne mit jemandem noch spielen hier. Eine Falle habe ich noch. Also du kannst auf zwei Leute Fallen setzen, also auf eine Person zweimal eine Falle setzen. Das geht. Du kannst aber nicht... Ach du Scheiße. Das war fies, Laurie. Das war ein echter Dick-Move jetzt. Komm her. Komm her. Eine Falle habe ich noch. Eine Falle habe ich noch und die ist für dich, Mäuschen. Die ist für dich. So. Du hast Decisive Strikes, weiß ich. Aber... Allzu viel bringt dir das nicht. Ha, du hast es verkackt. Sehr schön. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Was ist denn da hinten los? Was ist denn da hinten los? Da verkackt einer. Scheiße. Die haben ihre Fallen abbekommen. Ach, leck mich doch. Ja, es ist doof, wenn das passiert. Hallo.
Hallo Survivor. Ich gehe natürlich hinter der Verletzten her, ne? Ist doch klar. Ich wäre doch schön doof, wenn ich das nicht machen würde. Hallo. Ich habe auch keine Fallen mehr, Nia. Tut mir leid, wir können leider nicht spielen. Wir können leider nicht spielen, Nia. Das ist echt schade, aber... Was willst du machen, ne? Die anderen sind halt Spielverderber. Die anderen sind halt Spielverderber und wollen nicht, dass wir spielen. Das ist wirklich schade. Da willst du einfach nur einen schönen Spieleabend für alle und die ruinieren das einfach. Aus purem Egoismus, ne? Ja, das ist schon traurig. Armes Deutschland. Nein. Komm her. Oh Gott, das kam zu spät, oder? Ja, nice! Ich glaube, das war mein Perk, oder? Das müsste doch mein Perk gewesen sein. Also, ich hoffe zumindest, dass er das war. Ich hoffe, dass das mein Perk war. Da hinten, die Puppe hat gerade gelacht, also war da gerade jemand dran. Kann ich jetzt bitte wieder jemanden bekommen, der nicht weiß, dass man mit dem Ding auf dem Kopf nicht raus kann? Das wäre wieder so lustig. Ich mag es, wenn spannende Musik einsetzt, aber ich gar niemanden gesehen habe. Was zur Hölle? Hallo, Dwight! Dwight, hau ab. Hau ab, du kannst dir nicht mehr helfen. Dwight, hau ab. Tja. Danke für den Schlag. So, da hinten hat es einen erwischt und einer versucht noch die Falle aufzukriegen. Also muss ich jetzt diese Dinger abgehen. Also dafür ist das echt nützlich. Die versucht hier gerade wirklich, glaube ich, echt verzweifelt den Schlüssel zu finden. Und da ist er. Hab dich gesehen, Laurie. Hab dich jetzt echt gesehen, ne? Ist ganz schön krass. Aber du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus, Laurie. Du kommst echt nicht raus. Ich glaube, die macht das. Ich glaube, die rennt hier allen Ernstes raus. Die rennt hier allen Ernstes. Ach nein, sie hat sie abgekriegt. Nein! Nein, wieso? Och, Menno. Spielverderber. Ach, Quatsch. Komm, war schön, zwei Leute gekriegt. Leider diesmal keinen mit der Falle, aber hey, komm. Ich sag mal so, es hat trotzdem Spaß gemacht. GG. Ja, also, ich sag mal so, dafür ist das... Ich glaube, das Schwein... Hey. Ich glaube, das Schwein kann echt lustig sein, wenn du halt noch so ein paar stärkere Perks hast. Wenn du noch irgendwie so Nobody Escapes Death hast. Moment, ich schreibe mal ganz kurz mit denen. Ich bin gleich wieder... Ich schneide mal ganz kurz. Ich unterhalte mich noch mit den Leuten hier. Gleich wieder da. So gut, alles klar. Das war die zweite Folge zum neuen Zorkiller in Dead by Daylight. Ich würde immer noch gerne eure Meinung hören, wie ihr den so findet. Also ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt gerade mit jemandem hier im Chat geschrieben. Das Ding ist, mein Gesamteindruck jetzt einfach mal, ich denke, ich erzähle das jetzt einfach mal. Nach zwei Runden, gut, wie viel kann man da schon erzählen? Ich bin jetzt noch nicht so gut mit diesem Sprintangriff oder so. Aber ich persönlich finde, das Schleichen ist okay. Es sorgt für eine gewisse Spannung im Spiel. Ich hatte den Killer, wie gesagt, in meinen Runden, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, dreimal. Und ich bin zweimal entkommen und einmal gestorben. Das Ding ist halt wirklich, du guckst dich halt echt um. Also du musst halt wirklich dich bei Generatoren umgucken, weil du hast, während die schleicht, gar nichts. Es gab da aber auch eine ziemlich lustige Szene, wo sie hinter uns hergeschlichen ist und wir einfach gerannt sind. Wie gesagt, die Schleichgeschwindigkeit des vom Schwein hier ist genauso hoch wie die Laufgeschwindigkeit, also mit gedrückter Shift-Taste von den Überlebenden. Also das heißt, wenn sie hinter dir herschleicht und du rennst, du kommst halt wirklich, also sie kommt nicht an dich ran, aber du kommst auch nicht weg. Na egal. Wenn's klappt, kannst du einen ganz guten Jumpscare bringen, aber wenn halt nicht, dann, ja, ist es eher ein bisschen lächerlich. Also, das heißt so, der Killer schleicht da lang und der Überlebende guckt einfach nur so, guckt dich einfach nur an, denkt, haha, entdeckt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Schleichen einen Buff braucht, überhaupt nicht. Das ist halt einfach so eine Sache, ja, es zwingt die Überlebenden zur Aufmerksamkeit. Die Fallen sind da schon interessanter. Du hast wirklich nur 4 Stück und wenn du die aufgebraucht hast, dann war's das. Es gibt keine Möglichkeit, sie nachzurüsten. Weil jetzt gerade auch einer im Chat geschrieben hat, dass es ist halt ein bisschen glücksbasiert. Du hast 5 solche Jigsaw-Boxen auf der Karte und wenn du die Falle auf dem Kopf hast, musst du die finden,
die deinen Schlüssel enthält. Wenn nicht, durchsuchst du die Kiste trotzdem, das kostet dich trotzdem Zeit. Und dann lacht dich einfach die Puppe an, du musst weitersuchen. Und gerade zum Schluss ist es so... Ja, also, wie soll ich denn sagen? Gerade zum Schluss ist es wirklich so, dass du dann Zeitdruck hast, wenn du einfach nicht die richtige Kiste findest. Und ich hab's schon gesehen in einem Spiel als Überlebender, dass einer meiner Teamkollegen dann kurz vor Schluss noch diese Kiste gesucht hat. Ich war schon draußen und konnte den deswegen beobachten. Und der hat die einfach nicht gefunden. Der hat alle Kisten durchsucht und wirklich ausgerechnet die letzte, die seinen Schlüssel enthalten hat, die hat er nicht durchsucht. Und dann war aber leider die Zeit um. Die Zeit hält übrigens auch nicht an, wenn man die Kisten durchsucht. Also dafür muss man dann auch wieder sagen, es geht halt auch erst richtig los, der Timer, wenn alle Generatoren an sind. Das heißt eigentlich... Also bis jetzt finde ich, diese Jigsaw-Boxen sind eigentlich so eine bessere Version von Freddy's Perk. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Moment, ich schau mal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Also ich laber jetzt nur, ne? Wenn euch das nicht interessiert, ihr könnt jetzt gerne abschalten. Da bin ich euch nicht böse. So, F1. Hier. Blutwächter. Ne, da ist es so, wenn du ganz zum Schluss, wenn die Tore schon offen sind und du hängst da noch jemanden an den Haken, dann hat Freddy auf der höchsten Stufe noch eine ganze Minute Zeit, wo die Überlebenden nicht raus können. Aber das ist halt zeitlich begrenzt. Hier ist es wirklich so, die Überlebenden sind gezwungen, noch rumzulaufen. Du hast immer noch die Möglichkeit, jemanden zu entdecken. Das am Ende jetzt bei der zweiten Runde mit der Lori war halt wirklich Glück, dass sie eben dort genau die Box gefunden hat. Ja. Also ich weiß es nicht. Jetzt momentan würde ich erstmal überhaupt nichts ändern. Logisch, dass der Killer ist gerade mal gestern rausgekommen und... Also auf jeden Fall, die Entwickler haben auch schon gesagt, sie werden jetzt erstmal ein paar Wochen warten dieses Mal, weil sie haben bei Freddy hier den Fehler gemacht, schon nach einer Woche den ersten Nerf zu bringen. Und das war ein Fehler, denn jetzt ist er der schwächste Killer. Hier würde ich jetzt erstmal warten. Also das Schleichen, ich glaube, ranghohe Überlebende werden in diesem Schleichen keine Bedrohung sehen, weil die gucken sich, die haben das raus, sich gleichzeitig in alle Richtungen umzugucken. Es ist auf ein paar Maps stärker als an anderen. Also gerade auf den Schrottplatz-Maps und jetzt hier im Macmillan-Anwesen ist die Karte verhältnismäßig offen. Zumindest in der Nähe der Generatoren, deswegen siehst du sie da besser. Ich habe aber auch schon im Roten Wald, das ist die Karte der Jägerin, gegen sie hier gespielt, gegen das Schwein. Und da war es echt scheiße, weil da Generatoren teilweise von drei Seiten eingegrenzt waren. Und du halt wirklich keine Sicht hattest. Und wenn der Killer sich rangeschlichen hat, dann war der eben da. Und du kamst nicht weg, weil du selber eingekesselt warst von Wänden. Von daher... Also es ist so eine Sache. Und ja, mit diesem Bärenfallen-Aspekt, dass es eben random ist, wo der Schlüssel für die Falle ist, ich weiß es nicht. Ja, also es kann halt Runden geben, glaube ich, wo du komplett am Verzweifeln bist und es kann aber auch Runden geben, wo du einfach nur mit den Schultern zuckst und sagst, hat mir nichts ausgemacht. Von daher, naja, wir schauen mal. Also ich könnte jetzt noch nichts, das will ich damit sagen, ich könnte jetzt noch nichts benennen, wo ich sage, okay, das funktioniert definitiv noch gar nicht. Ich würde, keine Ahnung, ich würde vielleicht das Einzige, was ich vielleicht noch ändern würde, um noch so die Spannung so ein kleines bisschen zu erhöhen, ist... dass die Überlebenden die Jigsaw-Boxen nicht sehen können, sondern die Boxen irgendwie, die geben so ein Geräusch, dass die irgendwie so eine Art Geräusch abgeben. Von mir aus lacht die Puppe dann da oben einfach dauerhaft und du musst einfach gucken, dass du so eine lachende Puppe hörst, um so eine Dings zu finden. Oder so, keine Ahnung. Es ist halt auch, dass das vielleicht noch, weil es mir gerade durch den Kopf geht, dieser Timer von den Fallen, von den umgekehrten Bärenfallen, wird auch wirklich erst dann aktiv, wenn alle Generatoren an sind. Also das heißt, wenn du jetzt den allerersten Überlebenden hast und packst direkt eine Falle drauf, dann hast du zwar vielleicht den einen Überlebenden, der dann erstmal den Schlüssel sucht, oder anders gesagt, als Überlebender, kümmert euch gar nicht um die Falle. Ihr müsst euch nicht sofort um die Falle kümmern. Die Falle wird erst dann gefährlich, wenn alle Generatoren an sind. Dann müsst ihr den Schlüssel finden. Wisst ihr? Na gut, aber es ist, denke ich, auch besser, wenn man sie direkt gleich losbekommt, weil die Fallen können auch bestimmte Effekte haben, je nachdem, welche Addons man draufpackt. Also, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen meinen gedankenfreien Lauf gelassen. Man hat es, glaube ich, gemerkt, dass ich kein Skript hatte. Vielleicht habt ihr jetzt einen relativ guten Eindruck, wie der Killer so ist und was ich davon halte, hoffe ich zumindest. Ich finde den Perk hier übrigens sehr stark. Das vielleicht noch so zum Abschluss, bevor ich hier
den Deckel drauf mache auf die Folge. Der Perk, die hier sind ganz nice. Ne, der hier, gerade, okay, das weißt du aber nicht. Das weißt du nicht. Also auf ein paar Maps ist der hier gut, zum Beispiel in Larrys Gedenkinstitut, wo sowieso relativ wenige Häken sind und die teilweise auch ein bisschen schwer zu erreichen sind. Da ist es relativ gut, wenn die Häken dann wiederkommen, aber das ist so, ich sag mal, kaum einer sabotiert jetzt wirklich noch aktiv heutzutage, weil die Häken kommen auch so wieder, zumindest die Sabotierten. Ja, es hat nur den Vorteil, dass auch die Häken wiederkommen, die wo du Leute geopfert hast, aber da gibt es wesentlich bessere Perks. Du hast halt nur Vierer. Und da musst du möglichst effizient mit sein. Das hier ist ganz auch ganz nett, aber jetzt auch nicht super stark. Aber der Perk ist richtig krass. Wir haben ihn jetzt in der letzten Runde einmal kurz in Aktion gesehen. Also es wird jemand gerettet und dann hast du eine Minute Zeit, den Retter mit einem Schlag niederzustrecken. Und das beendet komplett den Super-Altruismus. Also jetzt mal ohne Scheiß. Der Perk könnte sogar Freddy ein kleines bisschen buffen indirekt. Wenn du diesen Perk für Freddy freischaltest, hat der einen kleinen Vorteil, denn der kann nicht verhindern, dass jemand vom Haken gerettet wird, aber er hat den Vorteil, dass er dann nach der Rettung den Retter direkt mit einem Schlag zu Boden schicken kann. Also, den Perk finde ich echt gut. Da haben sie sich echt was Schönes ausgedacht. Ja. Weil es zwingt halt wirklich die Überlebenden ein bisschen zu warten, bevor sie retten gehen, und der Retter muss dann wirklich aufpassen. Naja. So, jetzt hab ich hier aber genug gesabbelt, mein Mund ist schon ganz pelzig. Ich hoffe, die beiden Folgen zu Saw haben euch jetzt noch ein kleines bisschen gefallen. Ich werde die hier, denke ich, auch wieder direkt hochladen, sobald sie fertig ist. Und dann kommt entweder jetzt von dem aktuellen Moment der Aufnahme gesehen noch zwei Folgen mit dem Hillbilly. Und dann war es das erstmal mit Dead by Daylight fürs Erste zumindest. Und dann kommt nächste Woche, denke ich, Monster Hunter. Mal gucken, wie ich mich da anstelle. Ich glaube, also es wird auch noch lustig. Es soll wirklich ein sehr komplexes Spiel sein. Mal gucken, ob ich mich da komplett blamiere. Aber ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich werde es, so gut es geht, versuchen, mich da zurechtzufinden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Also dann, wir sehen uns irgendwann mal. Lasst mir bitte noch eine Bewertung da und haut rein.